In dem Video geht es um das Victorinox Outdoor Master MIG S. Ein kleines, leichtes Neckknife, das wirklich einiges an Power hat. Und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses kleine Victorinox Messer, ja, das habe ich mir gegönnt. Das habe ich mir zum Testen hergeholt, weil ich mir überlege, ob ich das in den Shop mit aufnehmen mag oder nicht. Und dazu muss es jetzt einfach einmal durch die unterschiedlichsten Rainer Rossmann Tests durch. Also ich habe es auf Amazon gekauft, da gebe ich da unten den Link, dort habe ich es auch her. Und ich muss sagen, dass ich, als ich es aufgemacht habe, erstens einmal enttäuscht war. Und zwar, weil es wirklich ein MIG ist, ja. Weil es sehr klein ist. Also ich habe es mir eigentlich ein bisschen größer vorgestellt. Du musst dir jetzt auch wiederum vorstellen, du kannst effektiv, wenn du so Wurschtelfinger hast wie ich, mit drei Fingern das halten. Der letzte kleine Finger, der hängt so seitlich runter. Aber das ist halt bei so kleinen Messern so. Aber ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Ich hätte auch die Maße anschauen können, aber sei es drum. Gut, dann habe ich mir gleich einmal angeschaut, wie lässt sich damit schnitzen. Und ich muss jetzt sagen, ich finde das extrem positiv. Ja, es ist extrem führig. Ja, sowas hier zum Beispiel, das könnte man für eine Falle gut brauchen. Ne? Also wenn man zum Beispiel so eine Viererfalle aufbauen will, beziehungsweise es gibt ja ganz viele andere Arten, da braucht man immer wieder so kleine Nuten und das geht mit dem recht gut. Das gefällt mir irrsinnig gut. Es ist sehr schneidfreudig, lässt sich gut führen. Das ist einmal alles in Ordnung. Es kommt auch sehr, sehr scharf ab Werk. Das passt mir mal ganz gut. Ja, so schaut es aus. Ich habe in einigen Messerforen gelesen, dass das irgendwie einem anderen Messer von irgendeinem spanischen Hersteller sehr ähnlich ist. Habe aber dann nicht herausfinden können, was. Aber das kann durchaus sein, dass der eine Messerdesigner von dem anderen inspirieren lässt. Ja, das mag schon sein. Ja, trotzdem. Das Messer ist auf jeden Fall schön führig. Powercut ist gut möglich. Was mir ja persönlich immer ein ganz wichtiger Punkt ist, das lässt sich gut greifen. Es ist trotz alledem sicher, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bohren möchte, ja, das ist einmal alles gut, das lässt sich wirklich gut halten. Das gefällt mir wirklich. Und der Haselstock, der ist jetzt, ja, den habe ich vor einiger Zeit einmal umgehaut bei einem anderen Video und das benutzen wir jetzt gleich weiter zum Durchschnitzen. Ja, echt nett. Ja, es ist insgesamt sehr sauber verarbeitet, also ich kann jetzt nichts finden, das irgendwie schlecht oder grausig wäre. Ich gebe unten den Link auf Amazon, wirst du den Preis sehen, den aktuellen. Und natürlich ist das jetzt auch kein Billigsdorfer Messer, es kostet auch einiges. Aber dafür ist es auch wirklich sauber verarbeitet. Ich kann da überhaupt nichts Negatives finden. Hier hinten gibt es die Möglichkeit, einen Fangriemen durchzugeben. Ob das bei dem kleinen Messer wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber man könnte zum Beispiel was Oranges oder Glow in the Dark Schnürchen darauf geben, damit, wenn man es verlieren sollte, im Bushcraft Camp zum Beispiel, liegt das mal und fällt es runter und vielleicht damit man es leichter findet. Aber jetzt so, weil ich ja damit nicht hacke oder haue, sehe ich jetzt den Vorteil dabei nicht, aber soll so sein. Da hier der kleine Pariersteg, es liegt alles sehr schön in der Hand. Es gibt keine Schleifkerbe, die ist nicht da. Ist ganz einfach so, muss man zur Kenntnis nehmen. Dafür haben wir aber auch hier kein Ricasso, heißt das? Ich glaube Ricasso, also irgendwas so an Schaß, wo man, ich nenne das immer Schaß, tut mir so leid, wenn ich, wo man Stahl vergeudet für nichts, besonders, also sinnlos, aber alles gut. Dann hier vorne ein ich glaube das heißt Swatch, habe ich mir erklären lassen hier, also das ist so eine, ganz ein kleines Stückchen hier, das ist alles sehr, sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, weil es auch so leicht nach vorn gebogen ist, dass das auch für Jäger ein interessantes Messer sein kann. Ja, also alles in allem sehr lieb geworden. Ja, also das Schnitzen macht auf jeden Fall Spaß damit. Der Klingenrücken ist angeschärft, das heißt auch Feuerstahlbedienung sollte grundsätzlich kein Problem sein. Schau, ich kann hier zum Beispiel, wenn das jetzt Kinnspann wäre, ist es aber nicht, sondern es ist einfach frische Hasel. Schau, ich kann da so richtig schöne kleine Fetzen, Staublocken machen. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Feuerstahlbedienung sehe ich überhaupt kein Problem. Ist ein liebes Messer. Für mich ist es irgendwo in einer Kategorie. Und zwar, ich packe jetzt gleich einmal aus. Ja, andere Messer, die ungefähr da reinpassen, zum Beispiel ein Cold Steel, ja, der Mini Hunter oder zum Beispiel F1
WM1, ja, hier in diesem Bereich. Das ist natürlich, okay, das ist jetzt spiegelpoliert, aber ungefähr jetzt einfach so vom Stil her passt das in diese Kategorie rein. Heute fliegt ein Flieger nach dem anderen über meinen Kopf drüber, die nutzen das schöne Wetter. Aber du siehst halt auch, wenn ich dir jetzt direkt den Vergleich nehme, der Griff von dem hier ist wirklich mini, der ist wirklich richtig schön klein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hernehme und das Gold Steel drüber lege, ja, oder hier jetzt das WM1, dann siehst du, okay, WM1 ist das längste und dann wird der Griff immer kürzer, obwohl die Klinge ungefähr gleich lang ist, ja, ungefähr, und auch ungefähr gleich geformt ist, also da ist nicht allzu viel Unterschied. Natürlich ist das hier ein anderer Schliff, das ist mir schon klar, der eher robust ist, der eher outdoormäßig für Bushcrafting gedacht ist, und das sind halt so richtige Schneidteufel für die Jagd. Aber einfach so vom Stil her, damit er bewusst ist, in welche Richtung wir hier gehen und dass der Griff wirklich sehr klein ist, das kann aber auch ein Vorteil sein, ganz logisch. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung und da muss ich halt die Frage stellen, wofür ist so ein kleines Messer gut? Ich meine, es ist ein Schneidteufel, es schnitzt, das ist super, man kann auch, weil es Fulltang ist, sicher das eine oder andere klein ein bisschen spalten und so, ist robust, ist super, ist wunderbar, aber ich stelle mal die Frage, es ist halt ein ganz anderer Stil, ist mir klar, aber wenn ich jetzt auch ein Victorinox, das Ranger Grip hier hernehme, ein bisschen schwerer ist es, ja, gebe ich zu, aber es gibt auch Victorinox Messer, die auch die im gleichen Gewichts, in der gleichen Gewichtsklasse sind. So viel mehr kann ich dann mit dem jetzt auch nicht tun. Also, Schneid, von der Schneide her, ich weiß, was ich tue. Ja, ich weiß, was ich tue. Weil auch da immer wieder Kommentare kommen, hey, du kannst das nicht in die Achsel geben. Oh, ja, kann man. Also, ich muss sagen, dass das auch ein extremes Schneid Teil ist. Also da kann man auch alles machen. Also ich für mich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung dazu, ich werde es in den Shop aufnehmen. Das kann ich jetzt schon sagen, weil es ist gute Qualität, da gibt es überhaupt nichts. Nur für mich persönlich ist es lieb und nett, wenn du einen Neckkneif suchst. Aber es ist mir einfach zu kurz. Das ist nur meine Meinung dazu. Es ist mir einfach zu kurz, es ist super. Aber für mich ist der Griff einfach zu klein. Ich weiß aber von Instagram, weil ich mache das Video auch aus dem Grund, weil ich auf Instagram damit bombardiert werde, schon länger, was ich von dem halte. Es gibt da einige extreme Fans zu diesem Messer. Ja? Ich will dir das ja nicht madig machen. Mir ist es zu kurz. Und wenn ich die Wahl hätte jetzt zwischen dem Ranger Grip, ich glaube das ist das 55er, oder diesen Outdoor Big S, würde ich das nehmen. Ist nur so, aber der Vergleich hinkt natürlich, ist mir klar. Daumen nach oben oder nach unten, da mag ich dich bitten drum. Schreib mal einen Kommentar, was du von dem hältst. Ja? Ob du dieses Messer hast, ob es da auch wirklich, vielleicht kann mir irgendjemand sagen, wie dieser Nachbau, also das soll angeblich der Nachbau sein von einem anderen Messer aus Spanien. Schreib mal da dazu, wobei, wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass da alles koscher ist. Victorinox würde das nicht tun, Piraterie zu treiben, also da ist sicher alles okay, aber würde mich interessieren, da gibt es irgendetwas, was dem ziemlich ähnlich ist. Ja, einfach einen Kommentar schreiben, würde mich irrsinnig freuen. Unten gebe ich da den Link zu all den Produkten, die du da jetzt gesehen hast, zum Ranger Grip und auch zum WM1, das es übrigens auch bei mir im Shop gibt. Das Cold Steel, an dem arbeite ich noch, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das aufnehmen, aber das ist auch ein cooles Messer. Ganz klar billige Eigenwerbung hier alles. Abo dalassen, da geht es zu mir direkt in den Shop. Ein anderes Video zum Anschauen. Hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao, ciao.